Ja, hab hier irgendwie so eine totale kulturelle Vielfältigkeit entdeckt. Keine Ahnung, dass da schwarze, weiße, gelbe Menschen überall sind. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ich fand auch sehr toll, dass die Menschen sehr gesprächsbereit waren. Okay, das finde ich schon mal gut, dass sie das gemacht haben, weil das lädt auch immer so zum Beispiel Nicht-Muslime ein. Die sehen das dann. Und ja, ein gemeinsames Fastenbrechen ist immer schön. Ne? Wie hat dir diese Veranstaltung denn gefallen? Also sie hat mir super gut gefallen, weil es waren sehr viele unterschiedliche Menschen da. Man lernt sehr viele neue Leute kennen und halt auch das Essen hat total gut geschmeckt. Und also es war total schön von der Atmosphäre her, von den Menschen her. Also es war eine sehr offene Runde. Welchen Eindruck hast du denn jetzt von der IHV so im Vergleich? Einen sehr guten Eindruck. Das Essen fand ich sehr gelungen. Es war multikulturell hier und wie gesagt, es war wirklich sehr schön. Es ist eine gute Sache, es ist eine coole Sache. Ich freue mich, dass es voll ist. Hauptsache, die Leute kommen ins Gespräch, fangen einen Dialog an. Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache. Und mir hat das Essen geschmeckt auf jeden Fall. Sehr gutes Essen. Und sehr viele Leute, auch Nicht-Muslime vor allem, sehr wichtig, finde ich. Und ja, ich habe es auf jeden Fall sehr genossen. Denkst du, dass so eine Veranstaltung wie das Fastenbrechen den interkulturellen Dialog fördert? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das so ist. Ganz besonders, weil hier viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen beim Essen, was den Dialog fördert und was diesen Austausch ermöglicht. Und das finde ich super. Ja, mir hat es sehr gut gefallen und ich bin sehr zufrieden. Und wenn es nächstes Jahr nochmal passiert, bin ich auch gerne wieder dabei.